Das ist gar kein Mist. Ich habe keine Ahnung, weil ich denke, weil man da gar nicht. Was dich interessieren muss, ist, wie viel Geld du brauchst und was kriege ich dafür. Und ich vergleiche mit dem Besten, was es weltweit bei Kampfhandel gibt. Die zwei Kampfhandel. Das ist Zeitschrift, das ist der Beste. Das ist die 90% der Fachzeitschrift. Kostet mir 1200 Mark. Das ist meiner. Da kostet das Bierchen 300 Mark. Wir vergleichen das Customer 300 Mark mit 1200 Mark. Okay? Und jetzt pass auf, das soll ich zu den Kunden. Ja, weil ich bis jetzt habe das einquartiert. Wir haben die eine Frage. Was muss der kosten? Was hat jeder schon am Montag kostet? Ich kostet 300 Mark. Na, weil es so brutal ist, dass man so ist. Dann nehme ich da jetzt nicht. Morgen hätte ich dann habe ich gesagt, was verkaufen Sie der Posten oder nach da? Das sieht, passen Sie auf, ich habe jetzt mal da. Bring das bitte eine Schachtel, das ist mir auch nicht klasse. Ich habe den zwar da, sage ich, bloß wenn ich den mit meinem Vergleich, ist der Unterschied so groß, dass ich sage, den habe ich kaputt gemacht. Und dann nehmen wir einen neuen von Ihnen aus der Schachtel raus, weil der immer das Beste ist, das meine ist gut. Soll ich das denn jetzt sagst, bring von dir mit, was du siehst. Ich hab den zwar da, aber weil wenn du das jetzt mitnimmst, was du wirklich meinst, der geht so kaputt, dass, weil das kennt keiner. Das ist ja vollkommen neue Welt. Das ist wieder auch dieses Ebenenwechsel zwischen Bilder, wenn ich vergleiche. Ich mache es original, das ist der Sprung, den kann er kennen. Und lauter solche, und da habe ich gesagt, da muss ich mitgesagt werden, weil man normale Kamera diskutiert. Aber das sind so Sachen, dass ich da schon den Abstand hatte, dass das wirklich nie das Problem war. Das Problem war mir, wo man ganz woanders geht. Und das war die Ehrlichkeit, und jetzt kann ich das nächste, ich sage, der kostet 300 Mark, und ich sage jetzt ganz ehrlich auch, wenn ich unter allen gehe, die zwei in der Herstellung, ist da nicht verpackt, ich habe dann mal Schatten gehabt, wenn du zu mir gekommen bist, habe ich das nicht bloß so, ich habe Paletten gehabt, ich habe ja die selber bauen lassen für mich, und wenn du gekommen bist, habe ich dir die zwei Dinge hingestellt, und die hast du mitgenommen, du hast einen Hochglanzkarton, du weißt ja, wie das in den Supermarkt aussieht. Das war das Neue, wo damals gekommen ist, wenn du merken, dass die als Lager ist ja drinnen, und wenn die Stapel stehen, müssen ja Bestseller draufstehen, das ist ja werbetechnisch, das muss alles mit den Päckchen müssen bezahlt werden, die Werbung, die Schachtel, ich sage, was soll ich da Geld ausgeben, Werbung, ich sage, du nimmst die, machst die schöne Schachtel, kann ich auch drucken lassen, muss ich aber dir aufrechnen, dann packst du raus, schneidest die Schachtel weg, packst die Dinger ein und dann sind die weg. Da der viele, der Posten hat natürlich geil ausgeschaut, und die haben ganz normal ausgeschaut. Natürlich, wenn du die hinter der Verkleidung in das siehst du die nicht mehr. Aber die Aura versteigert. Ich sage, alles, was wir nicht brauchen, was nur Selbstverarschung ist, der sieht ja so toll aus. Sag ich, du bezahlst es um nur für einen Moment, es ist eigentlich nur fürs Verkaufen. Die geilen Autoverstärker, sagen wir mal die Spinner aus, die das in Show-Einbauten machen. Ich rede immer von normalen. Ein Autoverstärker, der toll sieht und der Blechkistchen ist, wirst du immer den tollen nehmen, um den an unteren Kofferraum oder was einzubauen, dass du was siehst. Und das habe ich Leuten erklärt, dass sie das alles, was nicht nötig ist, weglassen, weil du was bezahlst, was nicht von Nutzen ist, und stecken das lieber in die Qualität und in das, was von Nutzen ist. Und dann habe ich gesagt, schau, wenn du jetzt die Reihen beherrschst und sagst, gleich der Posten für 1200 Mark. Das ist auch in der Ehrlichkeit weggesorgt. Wie schaut es aus? Der kostet das Schatz wieder selber. Das fröhlichen roten Bäckchen, so Gesundheit. Und meiner hat wieder der 380 gekostet. Passt alles schön. Passt, wobei, aber. Wobei, finde ich ja, eigentlich ist vor, das ein bisschen schon. Das ist aber ein Minimum-Form, wenn du hast jetzt alle Bahnen drüber. Das ist ja fast einmal, wieder mal erfahren. Das ist ein normales Tanken. Und wenn du das machst, poliert, das kostet nichts. Das kostet, aber es gibt so viel Wert. Viel Wert. Jetzt sagt, schau, wie man den Preisunterschied hat. Beratung. Weißt du, ich habe einfach nur Beratung. Das ist das ganz langsam über Jahre, wenn ich auch nicht hier reden muss. Und dann ist es wie ein Laufer, das ist aus ganz Deutschland zu machen. Das sind wie ein Mautfeuer. Wir wollen diese Kugeln mit Schnee. Das war immer wieder das war mein genau. Geheimnis. Das ist meine Macht. So ähnlich. Weil das kein anderes so gemacht hat. Aber das ist immer wieder, das ist auch vorgegeben. Das ist ein interessantes symbolisches Ding. Man kann ja da sich raus. Das ist hier, wo ich jetzt immer wieder gesagt habe,
beim Bruder, warum denke ich solche Sachen nicht? Das ist wirklich, ich lebe jetzt als normaler Mensch, wenn du dir den ausdenkst, dass der auch dann da ist, wenn du nicht denkst, dass ich wirklich seit 17 Jahren in einem Norden, wo ich dann gesagt habe, das ist nicht so, das war auch ein Sprung ins Wasser. Und da habe ich alle Versuchungen, alles können, 96, ich bin, wenn ich jetzt den Bruder, den Menschen nehme, wo ich immer, wenn ich sagen würde, ja, du hast ja, und ich jammer mich ja, da waren 150.000 Euro Schulden. Seit 55 Jahre alt, seit 96 arbeitslos. Was wäre ich jetzt als ich? Warum war es denn einer, der mal Schulden macht? Das ist nicht eine Scheißsituation, das ist Freiheit. Das ist Freiheit, ja. Das ist die totale Freiheit. Und was jetzt das Schöne ist, diese Sorge dich nicht um morgen, der einfache Satz. Wenn er nicht zu mir kommt, dann mit Augen, ich sage, pass auf, ich gebe dir zur Medizin, die kriegst du umsonst, Sorge dich nicht um morgen. Die gehen rein, die sollen immer gehen rein, nimmst ganz an die Morgen. Und irgendwas ist in den Köpfen drin, dass die nicht einnehmen wollen. Und was die Menschen ist, das erste Gefühl, immer wieder, was ich sage, versuche jetzt gar nicht was verändern, da einfach nur bewusst sein, was passiert. Wenn du in die Ruhe kommst, passiert es. Und das ist, ich lebe jeden Tag, jeden einzelnen Tag. So wie wenn ich auch an ins Bett gehe, jetzt für eure Anzeige, ich gedacht, du einschlafst nicht, dann muss das immer machen. So im Sinne des Schickerfreundes. Und wenn ich jetzt hier raumzeitig sage, ich komme jetzt da zu euch, wir machen das, das nenne ich immer grobe Planung. Ja. So, jetzt können wir jetzt einmal festhalten, sage ich, wenn da irgendwie für mich was dazwischen kommt, wir hätten uns ja durchhitzen können oder wo ich nicht aufpasst habe oder was, wir haben auch das ist, und ich kann euch sagen, seit ich zu meiner Frau, es war ja, wenn ihr nicht bereit seid, Frauen und Kinder zu verlassen, ich war ja schon 3 Jahre verheiratet, wenn ich da ausgeflippt bin, im normalen Sinne und alles weggeschenkt habe, wo ich ja gesagt habe, ist das super gelaufen, wenn ich jetzt hier, dem, was wir zurzeit zum Leben brauchen, wenn ich gesagt hätte, ich mache den Laden zu und gebe jetzt, was ich verdient habe in den 20 Jahren auf die Seiten, das hätte mir so, wie ich zurzeit lebe, 3 Leben gereicht. Aber das ist das Problem, was mir bewusst wurde, es ist immer irgendwie ein 100% in der Hände. Das musste aus meinem Kopf raus. Das musste aus meinem Kopf raus. Es geht nicht, das zu kritisieren, sondern dass dir es bewusst wird. Das ist immer, wie ich sage, ein Züchtiger, der sagt, ich will jetzt zwar loswerden, aber ich lasse mal, wenn ich es nicht schaffe, lasse ich nur in der... Und das ist bei Filmen, wo ich jetzt auch mache, was hast du jetzt, wenn du was so ein bisschen was gespart hast, aber du musst immer wissen, irgendwann kommt der Punkt, du schiebst dein Problem vor dir. So ist es. Es ist immer bei uns ein Bezi, der war so oft dabei, der sagt, pass auf Bezi, wenn du jetzt den Lotto gewinnst. Das ist nur diese Scheißfirma Konkurs anmelden, wobei das größte Problem ist, was denken die Leute von dir, weil das Ego sich so aufblasen hat. Aber was jetzt ist, dass ich sage, wenn du jetzt den Lotto gewinnst, meinst du, dein Problem ist weg? Das ist wie eine Droge, du hast wieder einen Schuss gekriegt. Und ich sage, du wirst das loslassen lernen müssen. Ja. Und was ja die Schizophrenie ist, das sehe ich schon, der kennt ja den Udo auch einmal schon vom Laden her, weil der Musik gemacht hat, dass ich immer wieder sage, du weißt vollkommen bewusst, dass du alle bescheißt, um an Geld zu kommen. Dann jammert er, ja, und jetzt ist noch beim Zumachen seine Angestellte, die letzten, sagt er hier, jetzt ist die aufs Arbeitsgericht gegangen. Immer die guten Menschen. Jetzt ist die auf Arbeits... Kennst du das? Jetzt ist die auf Arbeitsgericht gegangen. Jetzt kriege ich eine Anzeige vom Arbeitsgericht auch noch, weil ich hier die letzten 3 Löhne nicht gezahlt habe. Und dann sage ich, warst du nicht voriges Monat noch ganz großkotzig mit einer Frau in die Runden Urlaub? Ja. Das überschneidet sich, wenn du sagst, die letzten 3 Löhne, dass du sagst, ja, man muss ja auch in die Prioritäten setzen. Ich sage, und jetzt, wenn es ans Bezahlen geht, jammerst du und kommst zu mir wie ein kleines Kind. Soll ich alles, was du bezahlst, da gibt es absolut, ich sage immer wieder, es gibt die Gnade, aber was du hier in einem Großgott, das hier gilt für alles. Du wirst für alles bezahlen. Es gibt nur einen kleinen Trick, begnadigen. Aber wichtig ist auch meine Gerechtigkeit, ist, du wirst ein Richter und alles, was Richter urteile, auch hier in Lästern und diese Idioten, was machen die alle verkehrt, dies deine Urteile verstrecke ich an der Person, die du zurzeit im Traum spielst. Das ist wirklich richtig. Und wie oft sage ich, egal ob ich vom Politiker oder vom Papst spreche, der Papst, ich sage immer wohlgemerkt, der Papst, den wir uns jetzt ausdenken, der kann sich nicht raussuchen, dass wir ihn so denken. Mhm. Ich spreche jedes Mal frei, wenn du zuhörst, ich sage das immer wieder dazu. Die Politiker, die wir jetzt denken, die Merkel, die kann sich nicht raussuchen, dass die jetzt in unserem Traum diese Rolle, dass die von uns so gedacht werden. Und wir können uns nicht raussuchen, dass die aufgrund unseres Programms so in uns auftaucht.
Mhm. Ist das nicht eigentlich, dass ich permanent alle freispreche? Dieses Opfer, Heidi Merkel, dieses Opfer. Ne? Das ist, ich möchte die Rolle nicht spielen. Ja, egal. Alles, das ist immer wieder. Aber das ist natürlich ganz schön, das wird ins Bizarre, dass das so ihre eigenen Karikaturen sind. Es gibt ja eigentlich keinen Komiker, der die besser karikieren, wie sie sich selber karikieren. Mhm. Aber das ist es, dass du mal dein Wertesystem verschiebst. Mhm. Und das ist der Weg. Und wenn dann wirklich das, was ich euch sage, mit Bewusstsein. Aber man muss es auch wirklich leben, weil es gibt viele, die reden davon. Ja, aber auch die denken leben. Uns jetzt nur aus. Ja. Das ist immer, das bleibt letzten Endes immer die Betonung, wo ich sage, dieser Sprung, wo bei dir hier und jetzt gedacht, gestern, wo du sagst, ja, mit Krankheiten und hier, und dann sage ich, wenn du ich bist, wenn du nur beobachtest, stellst du fest, da ist noch was in der Helga drin, die Krankheiten sind schlecht oder was. Und jetzt nochmal, was ich erschaffen habe, ist der Geist, es ist die Gnade. Ja, ja. Und die Vollkommenheit. Es ist, die Gnade ist immer vollkommen. Das, was immer ist, ist vollkommen. Meine Schöpfung ist vollkommen. Und die Lebendigkeit ist eben, dass es da oben wogt und tobt. Und dann ist halt jeden Tag Filetsteak essen. Es ist egal, was du zurzeit gut ansiehst. Jeden Tag Filetsteak essen. Würde ich total ankotzen. Ja, das sage ich immer, die Abwechslung, das kann das Wenige, kann ein Hochgenuss sein, denkt an meine Hähnchengeschichten und Almena, wo ich ja gesagt habe, mit Zeugern war, das ist alles relativ, es ist immer verbunden mit einem gewissen Maß mit Erinnerung und jetzt ist es genauso, es ist jeden Tag Sonnenschein. Ja, wenn ich Urlauber bin oder was, ist so eindeutig. Meilin hat einmal richtig so schön gesagt, wie sie bei mir war, ich danke mittlerweile Gott, dass ich in einer Welt lebe mit 4 Jahreszeiten. Und jede hat ihren Reiz, natürlich nur, wenn du sehen kannst und dich an einer freuen kannst, wenn du jetzt da fährst und wenn die Bäume jetzt wieder gelb und rot, weil dieses unendliche Farbenspiel jeden Tag am Strand liegen in der Sonne, ist wirklich zu Tode ankotzen. Das ist kein Segen, wenn du, ich habe ja nur schönes Wetter, wenn ich nach Deutschland nehme, dieses scheiß Wetter und ich stehe, wenn es außen stürmt und regnet, hier vor, sage ich, ist das nicht geil, ist das nicht Bewegung, ist das nicht Leben, auch bloß einen Sturm anschauen, dann hast du die Fähigkeit, dich an allen zu erfreuen. Diese Gleichtönigkeit als schön anzusehen, die Ruhe, endliche Ruhe oder was, das ist immer Ruhe, ist schön eine gewisse Zeit und dann fällt dir die Decke auf den Kopf. Jetzt, ich rede von, und das musst du immer in einem gewissen Maß haben. Und dann fällt man wieder so ein bisschen an der Matrix, der brecht dir nicht den Kopf, macht dein Zeug, die verwandelt ist, dass du plötzlich bewusst zuschaust. Das ist das, was sich aus dem System rausgeht. Und das, dieses Wunder, Bewusstsein erwachen, dass das eigene Bewusstsein erwacht. Dieses Wunder des Lebens, weil das wirklich das ist, was lebt. Das ist das Bewusstsein, das eigentlich nichts ist. Erfordert nicht, dass du an den normalen Geschehen erstmal nicht ausreichen musst. Du musst einfach nur fliegen, ist es immer wieder so, du musst ganz eintreten und austreten. Irgendwas, lass das fließen, beobachte dich ganz einfach. Also du machst die Knete und du machst auch das Göttliche. Das ist der Former. Die Gnade ist eigentlich das Göttliche an dir, das Nichts, das muss ich setzen. Ja. Und jetzt ist es die Gnade, ich kann jetzt sagen, Gott bestimmt nicht, welche Form er annimmt, sondern er gibt sich hin. Aber das geformt wird, muss ein Former da sein. Und das ist immer, wie ein Computer, mach statt der Gnade einen Computer. Ich mache den Computer und ich mache ein Programm und dann entsteht hier in einem gewissen Maß die Generation in Bilder. Mhm. Das ist die Grundvoraussetzung. Und jetzt ist es aber immer wieder diese Sache, das, was dich ständig umformt, ist dein Werte- und Reaktionsmechanismus. Das heißt also, es taucht bloß in dir auf und jetzt sind zwei verschiedene Schienen. Es sind Sachen, die du automatisch machst. Ich mache immer dann das Beispiel so Duracell-Hosen oder früher Spielzeug, die der zack, 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 dann haben wir irgendwie ein Huckelhäschen. Okay, und jetzt pass auf, jeder kennt das, der bleibt stehen und dann muss man mal ganz kurz und dann hoppelt er wieder stehen. Okay? Und jetzt ist, es gibt Phasen, wo er automatisch macht mit eigenem Antrieb und wenn er stehen bleibt, braucht er wieder einen Impuls. Das heißt, du wirst feststellen, wenn du dich beobachtest, jetzt machen wir die Kleinigkeit, dass wie zum Beispiel, wenn es Klingelingeling macht, das kommt aus dem Nichts, das ist ein Impuls und aufgrund dieses Impuls geht eine Reaktionskette los. Klingelingeling, du denkst an das Telefon, du materialisierst das Telefon, das passiert dann automatisch, das machst du, formst das um, weil deine Logik, das Geräusch, der Impuls macht diese Kette und dann drückst du drauf und jetzt hast du ein neues Geräusch, wo du ja nicht weißt, was dran ist. Wenn es Klingelingeling macht, weißt du ja in der Regel noch nicht, was rauskommt. Und jetzt kommen wir zu den Oberwellen. Ich erkläre das nochmal mit der Musik auf Oberwellen. Immer wieder meine ganzen Analysen, das sind so Oberwellen, wo ich ja sage, die Gischt. Da gibt es nicht nur eine Oberwelle, sondern es gibt eine Rundwelle. Das ist eigentlich Ebbe und Flut, was du normalerweise siehst, der Pegel steigt und vergisst, dass der Mond es macht. Da gibt es übrigens auch wieder Wissenschaftler, die erkannten, dass das ein Riesenrückschluss ist, die hier mit, ganz klar mit Berechnungen sagen, dass der Mond Ebbe und Flut macht.
ist ein Ammenmärchen, so wie ein Ammenmärchen ist, dass Spinat recht viel Eisen beinhaltet. Ja, das ist die Ufin, hat jetzt auch Pirn und so weiter. Oder dass die Bohren sich beim Fleisch schließen, wenn du das scharf anbrätst. Ja, was jeder Koch gelernt hat und wo mittlerweile kann man, die stimmt ja gar nicht. Und es gibt mittlerweile auch Wissenschaftler, die ganz klar sagen, es ist einer der größten Druckschlüsse, dass Ebbe und Flut vom Mond kommen. Aber was jetzt ist, Ebbe und Flut ist einfach nur eine riesengroße Welle. Mhm. Das ist eine Grundwelle. Und auf dieser Riesen, ob jetzt Ebbe oder Flut ist, sind Wellen drauf. Das sind Oberwellen und auf den Wellen sind nochmal Wellen. Das ist die Musik, die Free-Transformation, Oberwellen. Mhm. Und um das klar zu machen, zeige ich euch jetzt, auch das habe ich vorgeführt bei mir im Laden, wenn wir jetzt einen Ton nehmen, und es passt auf, ich komme zum Telefonhörer zurück. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich nehme eine Flöte, ich nehme ein Klavier und ich nehme eine Violine und wir machen denselben Ton. Pass auf, ich mache das sogar mit dem Mund, kann ich das machen. Das ist jetzt rein, wenn du ein Mikrofon hinhältst, mit einem Oszilloskop, wo man praktisch eine Schwingung macht, dann musst du beim Oszilloskop, musst du jetzt die Frequenz grob einstellen. Das ist also hier Y-X-Achse und die Amplitude X-Achse. Wenn wir jetzt das einstellen, dass wir die Frequenz eine Schwingung am Oszilloskop anschauen, und ich mache jetzt hier wieder meine dieselbe Ton und wir halten ein Mikrofon hin und schauen uns mal die Kurve an, dann wirst du feststellen, dass die drei Instrumente auf dem Oszilloskop, wenn ich genau eine Schwingung auf das Bild raus fokussiere, dass die komplett gleich ausschaut. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt sagen, 400 Hertz sind 400 Hertz. Aber du hörst, dass die total anders klingen. Mhm. Also ist der Klang, die Tonhöhe als Ding an Sinn, das was den Klang ausmacht, sind die Oberwellen. Wenn du die Grundwelle einstellst, siehst du die nicht. Die Oberwellen hinken hier, du hast nur den Sinus, der ist aber ein breiterer, und die hängen jetzt da praktisch drauf. Und selbst mit dem Mund, wenn ich mich jetzt anstrecke, wenn ich spiele, kann ich schon, dass du sagst, das ist, jetzt versuche ich eine Flöte zu imitieren, das soll ja Violine sein und das soll ja Klavier sein. Das heißt, dass ich selbst mit dem Mund schon dieses Oberwellengemisch annähern kann. Natürlich ganz anders wie im Original, verstehe das Prinzip. Und jetzt, das habe ich Leuten auch gezeigt. Das waren lauter solche Sachen, du willst da Anlauf kaufen, und wenn ich merke, das ist einer interessiert, dann erkläre ich das mal, ich will über Musik gesprochen, über Musikrichtungen, über Hörgesprochen, weil ich so neugierig machen. Weil Musik hören ist nicht einfach bloß Geräusche verkonsumieren, wie es mittlerweile ist, dieses irgendwie Zudröhnen aus dem Radio. Wo ich immer gesagt habe, das ist akustische Umweltverschmutzung. Und jetzt ist es ja so, dass ich sage, pass auf, wenn du jetzt diese Oberwelle hast, die immer gleich sich bei allen drei, um die Oberwellen, den Charakter, den Unterschied zu hören, müssen wir in einen anderen Frequenzbereich, weil die viel feiner sind. Das heißt, du musst das die X-Achse verändern, zack, 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 und dann wird wie wenn ich jetzt den Sinus lang ziehe, das heißt, da ja in der Welle, wenn du dir denkst, die kleinen Wellen da oben drauf sitzen, wird es, wenn wir die kleine Wellen darstellen, wenn ich den höheren Bereich, wird der Sinus die Nulllinie. Okay? Auch das wird praktisch langzogen, und dann ist es, wenn ich das langziehe, im selben Moment sehe ich aber die Oberwellen nicht, weil die viel kleiner sind in der Spannung, ich muss auch noch die Empfindlichkeit aufdrehen. Wenn ich jetzt die Einstellung mache, ist eigentlich letztendlich, wäre jetzt das, wenn wir so ein großes Fenster haben, okay, wäre jetzt der Sinus so, und ich fokussiere mich jetzt an der Stelle hin, dass ich praktisch hier das Fenster als Nulllinie den Sinus nehme und dort ist, was ich an den breiten Strich sie nochmal auffokussiere, und jetzt kann ich da auch wieder Oberwellen, die sind natürlich, jetzt merkst du es ja, wenn mehr Diode los ist, nicht nur ein reiner Sinus, weil das ja sehr ein Frequenzgemisch ist, das sind die Oberwellen, und dann siehst du, die sind bei der Flöte anders viel, wie jetzt zum Beispiel der Klavierton, der ist fast nur eine feine Oberwelle drauf, also nicht so spektral aufgefächert. Gibt es mittlerweile mit Computer absolut gierige Analysegeräte. Jetzt überlege ich gerade, weil ich jetzt hier, das habe ich auf meinem alten, das habe ich Programm bei denen nochmal drauf gemacht, ich hatte von mir vom Laden noch ein älteres, das hatte ich hier drauf, da kannst du die Stimme, hätten wir jetzt machen können, wenn du magst, dass das in allen Möglichkeiten auffächern kannst und anschauen kannst, das Frequenzgemisch. Was jetzt, wenn ihr das jetzt gecheckt habt, pass auf, jetzt mache ich ein Beispiel aus der Praxis, du nimmst das Telefon klingelt, du gehst hin, du drückst auf den Knopf, und pass auf, ich sage jetzt, die Grundwelle, Customer meinte, du hörst den Telefonhörer, hallo, ich bin's. Ja, ich habe mich gehört. Ich sage nur, du hörst den Telefonhörer, hallo, ich bin's. Und dann hast du sofort, ob die Marion dran ist, ob dein Kumpel oder sonst wer dran ist. Wieso, der hat doch dasselbe gesagt, hallo, ich bin's.
haben wir gerade nicht festgestellt, jetzt symbolisch, dass die Grundwelle 400 Hertz, egal ob du auf Flöte, ob du Klavier oder ob du Geige anhörst, diese Grundwelle steht jetzt symbolisch für das Geräusch Hallo, ich bin's. Aber du sagst nicht, das ist eine Flöte, das ist eine Geige, sondern du, du hörst den Ton, das ist nicht der Ton, sondern das ist die Geige, das ist eine Flöte, das ist, weil du den Fokus schon automatisch bei Hallo, ich bin's, hörst du, egal wer das spricht, wenn ich jetzt als Udo Hallo, ich bin's sagt, klingt das anders, wie wenn jetzt die Marion sagt Hallo, ich bin's. Was jetzt eigentlich, ich erkläre die Oberwelle, was jetzt das Problem ist, die Grundwelle ist eigentlich nicht Hallo, ich bin's, sondern die erste Grundwelle ist, ich sage einfach das Geräusch, der typische Telefonhörer. Wenn du bewusst bist, höre ich jetzt einen Telefonhörer und die Oberwelle Hallo, ich bin's, nehme ich eigentlich auch nicht wahr, sondern ich sehe in dem Moment die Marion oder den oder den oder den, weil ich nur Oberwelle, ich sehe eigentlich nur die Kiste oben, wo spritzt, kann mir aber bewusst machen, was drunter ist und dann lande ich als Grundwelle der typische Telefonhörerklang. Verstehst du die Metapher? Und was ich jetzt euch immer wieder mache, aufmerksam zu werden, bewusst zu werden, ist ein unendlich geiles Spiel. Und damit wird sich zwangsläufig umso mehr gesehen, wir machen deinen Fokus verlagern, deine Interessen verlagern. Und das kommt es verrückt. In dem Moment, wenn du andere Interessen hast, in der Essen hast du andere Informationen. Und wenn dich das mehr interessiert und du überhaupt kein Interesse mehr hast, dich finanziell am Leben zu halten. Das Verrückte ist, wenn du nicht mehr daran denkst, dass du Geld brauchst zum Überleben, wirst du feststellen, ich lebe das seit 17 Jahren, dass jeden Tag immer genug da ist. Ich sage zu ihr, wenn ich jetzt komme, immer wieder, ihr beschämt mich so unendlich und das ist jetzt kein, ich tue nicht kognitieren. Ich habe immer nach wie vor auch ein Doma mit dem Wegschmeißen, wo ich mit der Helga gesagt habe, obwohl mir das bewusst ist und auch euch ja erklärt. Und ich will mich ja nicht verändern, ich will bewusst sehen, was ist. Und ihr beschämt mich, weil ich immer noch das Gefühl in mir habe, ich habe es nicht verdient. Aber ich finde es ein gesundes Gefühl, damit kann ich leben. Das ist immer das, ich sage zu jemandem, du beschämst mich jedes Mal, lass es ganz einfach, weil ich immer wieder ist, weil ich in einem Verhältnis immer noch sage, ich gebe euch zu wenig. Wobei ich auf der höheren Ebene, weil ich weiß, das, was ich euch geben möchte oder kann, wird nicht limitiert durch das, was ich euch prinzipiell geben möchte und kann, sondern dadurch, was ihr aufnehmen könnt. Ich bestimme das, ihr bestimmt dasselbe, ihr beide euch dafür öffnet. Und das ist es halt, dass du in deiner jetzigen geistigen Reife eine gewisse Größe hast, meine Tasse, und ich sage, solange da noch Kaffee drin ist, Computerbeispiel, wenn du einen Speicher hast, einen Computer, einen Speicher hast mit 1 Gigabyte und das sind 800 Megabyte Müll und das neue Programm, das ich dir gebe, braucht 950 Megabyte. Das heißt, da musst du bereit sein, den Müll zuerst drunter zu machen, sonst kann ich, weil das neue Programm kannst du nur in einen Schub kriegen und solange du meinst, du musst dann all die Marotten festhalten, kriegst du das neue Programm mit. Aber wenn ich jetzt das neue, die Aufmerksamkeit interessiert, und das ist es ja hier, wo ich dann immer wieder der Ohrenbohrung in High Five, wo ich Leute gehabt habe, wo ich dann junge Leute interessiert habe für Musik. Und das sind alles wirklich dieses, wenn du liest die Beispiele, Originalzitate, dass irgendein junger Bursch reinkommt zu Rockmusik und dann setze ich, erkläre ich, dann waren die neugierig. Ist ja immer, erinnert euch gestern, was ich gesagt habe, was eine gute Lehre ist. Du musst, egal welchen Stoff du verkaufst, du musst es so präsentieren, dass die geil drauf haben, dass sie eigentlich gar nicht genug davon kriegen. Und dann führe ich die Echtheit vor, die Stimme vor. Und was ich gerne zum Beispiel, Sostakowitsch, ist sehr heftige Musik. Fist emotionsbeladen, die fünfte, vom Werden der Persönlichkeit, wo dann hier im so und so vierten Satz haben die einen großen Börsendorfer, der hat nochmal eine Oktave tiefer wie die normalen. Das ist wie wenn du Eisenbahnschienen anhast. Und dann setze ich den immer, das ist ja immer die Monitor, so, und jetzt mach einfach mal und lass das auf dich wirken. Und das ist so eins dieser Zitate, wo dann fällt, wo einer sagt, du spielst eine total scheiß Musik. Und dann kommen noch in 14. Sinfonie aus Sostakowitsch die Totengesänge, wo dann so russischer Ding dann losholt. Du spielst eine total scheiß Musik, sagt er, ich kriege ja total die Gänsehaut, das ist absolut geil. Jetzt ist aber irre, ist der wieder auch noch kaufen. Normal gehen, wie klingt die auch noch? Die hat er total vergessen. Die Musik hat ihn so weggeblasen. Das ist natürlich, jetzt habe ich gesagt, da habe ich natürlich auch verkaufspsychologisch gearbeitet, aber nicht indem ich ihn manipuliert habe. Weißt du, sondern indem ich ihm gezeigt habe, was Freude, eine vollkommen neue Qualität von Freude Musik geben kann, wenn man wirklich Musik hört und sich nicht aufgreift, ey, mach die geilen Bass, die Box und so. So sekundär, habe ich gesagt. Ich habe 20 Jahre versucht, eine Box zu entwickeln, die nicht klingt. Und alle, die mal Boxen kaufen, die super gut klingen. Die muss weg sein, die darf gar nicht mehr da sein. Du musst
Boah, irre. Ich weiß hier, vor Akai, Studiotechnik, natürlich auch, waren in Deutschland und dann gehört, das müsst ihr euch anhören, es sind so viele Japaner bei mir gewesen, die waren anscheinend setzt bei mir in den Hinterhof, wenn du schaust, den Laden, wo ich da war. Und dann habe ich ein Klavier, das ist ein Klavierstück gewesen, und du musst dir vorstellen, es wirklich, du nimmst das körperlich wahr. Ich sage, du hörst das, so wie die Stimme gerade. Und dann kommt da hinten ein Bier, da wirst du hingehen und wirst ein Bierglas auf das Klavier draufstehen. Und dann fängt hier in der Ecke wieder, Schrank steht der Piano. Als wenn jetzt einer spielen würde, wenn du hier die Boxen hast, so wie gerade die Monitore, die sind wie nicht da, wie wenn ich zwei Glasplatten mache und so wie wenn jetzt da ein Klavier spielt. Exakt das ist in deinem Kopf, bloß dass du nichts siehst. Und darum habe ich immer wieder gesagt, wir können die Augen offen lassen. Sondern mach da mal einfach, ihr werdet jetzt blind, aber lass die Augen offen, mach deine Konzentration auf Hören und schau mal mit offenen Augen, wo die Geräusche herkommen. Und dann schau genau da hin und stell dir bildlich das vor, was in deinem Kopf jetzt angeblich, was du jetzt hörst, was da ist. Und so entsteht mit offenen, die haben nicht einmal die Augen beim Zuhören gemacht, sondern mit offenen Augen siehst du plötzlich Sachen stehen, weil die Geräusche dazu da sind. Und da war der kleine Japaner und der ist dann hin. Why? Hat er immer geschrien. Why? Why? Hat es überhaupt nicht fassen können. Das ist also hier solche, weil das so echt ist, das war wirklich dumm, sag ich, wenn du normal echt hörst und das möchte ich hören. Das ist einfach so, wie ich es euch jetzt sage. Genau so ist es, wenn man es macht. Und dann sagen, hast du noch so Boxen? Ich sage, Leute, ich habe ja meine stehen, die alten, die habe ich im Laden ja vorgeführt die letzten 10 Jahre, aber ich habe keinen umbauten CD, der ist im Wasserschaden, im Keller unten, wo ich gesagt habe, vielleicht ist er draufgegangen und dann müsste ich die rausziehen und viel zu viel die Orte. Ich sage immer, Schnee von gestern. Ich meine, die Leute sind komplett weggerissen. Das ist also immer jetzt wieder, wenn du, die musst du stellen, wenn du die schön und was ich immer sage, auch der Raum ist entscheidend, wo man Film machen kann, weil wenn ich jetzt hier klatsche und ich gehe da raus und da, das sind alle Probleme, immer wieder neue Probleme, dass die Anlage ist eine Wiedergabekette. Ja. Das beginnt bei der Programmwelle, zum Beispiel, wie klingt das Klavier oder die menschliche Stimme, da mischt sich zuerst einmal der Wiedergaberaum dazu, das ist ein Gemisch, dann die Fehlerquellen, Aufnahme, abspeichern und die letzte und ein extrem wichtiger Parameter ist jetzt zuerst einmal der Wiedergaberaum. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das ist ein Original, wir nehmen das originalgetreu auf und ich gehe jetzt raus in die Flur und klatsche in die Hände und ich werde jetzt den lang exakt den lang aus einer Box in Garage machen, dann mischt sich ja der Wiedergaberaum nochmal dazu. Und wenn du einen sehr schlechten Wiedergaberaum hast, das sind eben Sachen, die muss man hinnehmen, da gibt es Tricks, aber die kannst du nicht abstellen. Es ist jetzt in der Praxis so, dass du jederzeit einen großen Raum, einen Konzertsaal, kannst du in ein klassisches Wohnzimmer rein stilben, dass das über dich geht, aber nicht umgekehrt. Das heißt, ich kann nämlich angenommen, wir wären jetzt auf einer Wiese und ich klatsche in der Wiese in die Hände und bumm, bumm, geht es ja weg. Und das nehme ich auf und wenn ich das jetzt in einer Kirche mache, wiedergibt, kann ich die Wiese nicht simulieren, weil da habe ich eben die Raumakustik dazu. Das heißt, du kannst heilige Sachen in Kotze in kleinere Räume reinstellen, aber nicht umgekehrt. Was jetzt in der Praxis aber wirklich zuerst einmal auf die Raumgrößen, das hundertprozentig funktioniert, außer man hat einen sehr, sehr schlechten Raum. Und dann muss man bereit sein, dass ich immer bei Leuten gesagt habe, auch hier in der Beratung, dass wenn ihr bereit seid, Kompromisse einzugehen, dass ihr die Box, und das habe ich auch vorgeführt, immer zeigt, dass du bereit bist, dass du die Box zum Beispiel bis einen Meter verschiebst. Dass diese Verschiebung, die Boxen einen Meter verschieben, ist für jeden normalen Menschen subjektiv mehr Klangveränderung zwischen einem 500 Mark Verstärker und einem 1000 oder 2000 Mark Verstärker. Das heißt also, wenn es wirklich du optimal hören willst und du hast einen schlechten Raum, ist es wesentlich intensiver, Kompromisse einzugehen oder mal einen Vorhang zu kaufen oder dieses und jenes zu machen, wenn ich sage, das ist zu hallig. Oder dann gibt es mit Bassresonanzen, wo ich dann Bassabsorber oder was baut habe, dass du halt eine Kiste wie ein Schränkchen wo hinstellen musst, das mit der Ohren auch nichts zu tun hat. Das saugt der Resonanz aus dem Raum raus. Das ist ganz gezielt, wo ich dann sage, ich schaue, wo da irgendein Dröhnen ist und das immer ganz gezielt in der Luft eliminieren. Und das, was das ausmacht akustisch, was das verändert, das kannst du mit Geld, mit Tausenden von Mann in der Elektronik auch nicht machen, weil das ist immer vieles, das ich nochmal drüber mache. Ich sage, du kannst dein Bicke wegschmücken, das sieht man nochmal. Immer mein Beispiel. Aber du wirst irgendwann merken, wenn du die Frau liebst und mit der schmust, stört dich nicht der Bicke, sondern die Schwinge. Und ich hab und dasselbe,
immer wieder alles zu seiner Zeit, wenn man ausgeht, wie man Mann macht, wenn die Frau dann sich schick macht, so sehe ich, ich rede nicht gegen Schminke, bloß wenn ich mit der Frau intimen will, dann interessiert mich die Frau nicht die Schminke. Und das ist alle Effektgeräte, Dolby Surround, all Equalizer, all das ganze Zeug, da wird nur Schminke aufgetragen, das eigentlich, die Leute sehen das überhaupt nicht, was da ist. Dass das, ich sage, das ist prinzipiell schlechter, wenn du an den Höhen drehst, veränderst du ja nichts an der Qualität der Höhen, weil du kannst ja nicht mehr Höhen reinmachen, wie auf der Aufnahme drauf sind. Du kannst, wenn Höhen zischig sind, aufnahmetechnisch verkehrt zischig sind, weil viel drin ist, dann kann ich, wenn ich die Höhen runter mache, die Höhen quantitativ den Pegel leiser machen, dann fällt mir das nicht so auf, deswegen habe ich auch den Fehler gemacht. Und ich kann, was nicht drauf ist, kann ich nicht dazu machen. Das heißt, wenn die Anlage dumpf ist und ich drehe den Hochtonregler auf, dann tue ich nur das dumpfe Zeug, das da ist, indem ich den Pegel auch nicht subjektiv aufschmieden. Deswegen, warte aber, pass auf, nur das jetzt hier. Weißt du, wie die Höhen das sind? Das ist nicht Höhen, wie es ein Hochtöner macht. Ich kann einen Hochtöner nicht mit dem Mund nachmachen. Aber ein normaler Hochtöner kann auch das nicht nachmachen, wenn er nicht, weil er immer hat, ist viel träger ist. Das ist eine ganz andere Art von. Und das Problem habe ich behoben. Lang über Jahre des Nachdenkens kann man es auch anders machen. Das ist das, wo ich sage, selbst beim normalen Chassis, was wie Zauberwerk war. Wie gesagt, es ist. Was ich euch jetzt beschrieben habe, genauso war das, habe ich es vorgeführt oder kenne ich es noch vorführen mit meinen Chassis, bloß ich habe ja keine mehr, es gibt ja keine mehr, die müssen wir wieder bauen. Und jetzt ist es das Verrückte, dass die Dinger nach heutigem Stand oder immer noch bestehenden Stand der Messtechnik eigentlich kaputt sind. Und das ist das Erste, ich sage, ich kann euch jetzt auch in eurer Logik beweisen, das war mein Hauptproblem, ständig erklären, Beispiele suchen, die dich über diese normalen Hörprobleme hinausgehen. Interessiert es dich nachher zwei Hörer schnell, dass ich dir innerhalb von 10 Minuten erklären kann, dass eine Anlage, wenn die messtechnisch perfekt ist, eigentlich gar nicht echt sein kann, und wenn die Anlage wirklich echt ist, das Ganze muss die messtechnisch total schlecht aussehen. Und das, da habe ich sogar für Materialisten eine logische Erklärung, wo ich dann auch keinen Widerspruch habe, das ist wie Dreieck mit zwei Strecken zeichnen, wo die sagen, soll man das überhaupt mal nicht sehen. Ich sage, das ist eben der Genie, was hier ist, über die Dinge, du erkennst es ja, über die Dinge hinausheben. Und da immer noch aufbauen, und das war's, dass ich bis zu dem Zeitpunkt immer noch handiert habe mit normaler weltlicher Physik. Also die judische Physik, die ja angeblich immer noch gilt, wo ich jetzt zu einem sage, wenn die judische Physik noch gilt, dann würde all das Handyzeug nicht funktionieren und vor allem, du könntest keine Sonnenkollektoren Strom in das Stromnetz einspeisen, was ein totaler Schwachsinn ist. Erklärt es irgendeiner und sagt, du spinnst doch, weil es ist, schau in die Welt, steh doch über das, wird doch überall Strom einspeist. Ich sage ja, wer bestimmt das? Wer bestimmt es, dass aus diesen Dingen und aus den Windkrafträgern Strom eingespeist wird? Was ist eigentlich Strom? Ich merke immer mehr, dass sogenannte Fachleute nur des Kaisers neue Kleider sehen, weil denen gar nicht bewusst ist, was Strom ist. Das ist erst einmal, kannst du nur Strom einspeisen, wenn ein Verbraucher angeschlossen ist. Strom ist ein reines Verbrauchsphänomen. Die reden immer permanent so, als wenn ich jetzt das Ding Strom einspeise. Angenommen, du denkst jetzt eine Welt, nachts alle schalten ihre Lichter und ihre Kühlschränke aus. Wenn kein Verbraucher angeschlossen ist, kannst du keinen Strom einspeisen. Du kannst Gleichspannung in einen Akku sammeln, so wie du das Wasser von einer Dachrinne, das du auf dem Dach sammelst, in einen Behälter sammelst, kannst du rein, die Physik jetzt mit den Sonnenkollektoren, kannst du so Strom, Licht umwandeln in Wasser, wenn man das jetzt einmal nimmt, und dieses Wasser in einen Akku, in einen Behälter sammeln. Das geht. Und ich kann aus diesem Behälter auch einen Wechselgenerator betreiben, 220 Volt Wechselstrom machen und das Haus. Das sagt die Physik, gibt es her. Problematisch wird, wenn du dieses, was du gesammelt hast, das Wasser in deinen Behälter einspeisen willst, in das Starkstromnetz. Ich könnte jetzt immer sagen, du hast deine Gießkanne voll Wasser gesammelt aus deinem Dach und jetzt zeig mir mal bitte, wie du die Gießkanne Wasser in die Wasserleitung reinbringst. So sage ich es zum Laien. Du brauchst mehr Druck, wie in der Wasserleitung ist. Sonst bringst du das nicht alles raus. Jetzt wird natürlich jeder Techniker sagen, das ist ja Blödsinn. Ich sage, das ist mein Beispiel für einen Laien, aber genau dieses Problem stellt sich, wenn wir jetzt in die Formel gehen, und jetzt muss ich das dann mal eins klar machen. Die ganze Physik, was die Elektrotechnik anbelangt, die Elektrizität anbelangt, auf dem Sofa. Was die Elektrizität anbelangt, baut auf einem ganz einfachen Beispiel auf einer Grundformel auf, das ist die sogenannte Leistungsformel. Und diese Leistungsformel, okay, ist P ist U mal I.
Das heißt, für einen Physiker, Leistung, fahr mit Zeichen B, ist Spannung mal Strom. Was natürlich jetzt schon interessant ist, wenn ihr genau hinschaut, da hat wieder irgendeiner Duftmarken hinterlassen, weil wir können die Formel umstellen. Wir können die Formel umstellen. Wir können jetzt nämlich das mal zum Beispiel auf beiden Seiten mit B multiplizieren, dann kriegst du B Quadrat, okay, ist gleich UPI. Und das erste Mal ins Klarzustellen, bei der Bescheidenheit. Der, der diese Formel in die Welt gesetzt hat, das ist der auch, wie sie wirklich funktioniert. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, der könnte mir von Elektronik was erklären, das ist, ich sage immer, mach alles, aber diskutiere nicht intellektuell mit Nudeln, du verlierst hundertprozentig. Immer wieder jetzt das UB bezieht sich nicht auf den Lautsprecher. Das heißt, meine Duftmarken, das ist die Leitung. Auf dieser Formel baut das komplette Leistungsgesetz der Elektrizität und alle Leistungen auf. Strom, wenn man das jetzt hier war I und jetzt ist B Quadrat, kannst du ja umformen, jede Quadratzahl ist ja wieder unsere Wurzel, gibt zwei Sachen und dann kriegst du eben P, wenn wir das als Wurzel machen, ist plus P minus B. Und die sind nichts. Wenn das nichts ist, ist das auch nichts. Verbundenes Wissen Gottes ist nichts, weil um was zu sehen brauchst du Spannung. Merkst du das? Wenn ich es auch auf die physikalischen Formeln, wenn ich dir zeige, die versteht dabei der Elektroniker.